Ja, es ist okay, dass ihr vorgeht. Ich komme nach. Ja, danke. Okay, aber jetzt wisst ihr ja zumindest, ihr hat uns ja jetzt gerade mit unserem Gedanken eigentlich bestätigt, dass das, was wir machen, gut ist, indem wir die Reaktoren... Vielen Dank, dass ihr euch so gut um Nanaki gekümmert habt. Gerne. Meister Bugenhagen hat mir mitgeteilt, dass ihr alles mitnehmen könnt, was ihr auf eurer Reise braucht. Schaut euch doch gerne einmal in Ruhe um. Na, okay. Ich gehe mal hinterher. Vielleicht kriegen wir was umsonst. Lager. Hi. Essen. Okay. Da liegt bestimmt auch Materia. Ganz viel Scheiß für mich zu mitnehmen. Nice. Nice, 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 nice. Oh, und Kisten. Noch besser. Mogri-Medaillen. Ich habe doch nichts gefunden, womit ich die Mogri-Medaillen eintauschen kann, ne? Letztes Mal gab... Gott sei Dank, letztes Jahr. Beim letzten Spiel gab es ja da... Gil. Den kleinen Jungen, oder? Oder verwechsel ich das gerade mit... Oh, wie heißt es mit dem Armband? Mit Reif und dem Mädchen? Das, was eigentlich geil war, scheiße, aber umgesetzt. Ach, ich weiß es nicht, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Oder war das im letzten Final Fantasy auch so, dass ich irgendwas mit Mokri-Medaillen kaufen konnte? Kann ich da hochnehmen? Das ist einfach nur wieder eine Dekotreppe. Wie weit geht's denn da runter? Frag für einen Freund, weil ich muss den ganzen Quatsch auch wieder hochlaufen. Ich bin so froh, dass ich das nicht in Real Life mache. Das wäre ja unendlich ätzend. Ah ja, gibt's so richtig viel? Weil wer diese Nebenstory nicht macht, Alter. Aber es gibt so super wenig Waffen. Also vielleicht bin ich das ein bisschen verwöhnt von FF15. In FF16 gab es auch nicht so viele Waffen, ne? Ach, jetzt bin ich draußen. Tach. Okay, dann bin ich einmal durch. Jetzt bedient euch schon. Hab ich schon, ist schon alles leer. Ach, jetzt gehe ich da wieder hoch. Nee, Quatsch. Gibt's da noch ein... Ach, es gibt nur den Weg nach unten. Ja, okay, dann gehe ich doch mal den Weg. Yes. Jetzt gehe ich doch da mal nach unten. Halt, natürlich. Ach, das ist der Aufzug zur Sternwarte. Ach so, ja klar. Der Aufzug zur Sternwarte geht natürlich auch von der Sternwarte wieder zurück. Macht übel Sinn. Okay. Da ist der Foto-Heini. Ach, guck mal, da ist, Yuffie. Na, Yuffie, was machst du? Nicht eine einzige echte Materia hier. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, dafür lernen wir was. Planetenkundlern ganz zu schweigen. Ein Haufen aufgeblasener Besserwisser, die sich aufspielen wollen. Nicht eine einzige so. Echte Materia hier. Ja, ja, ja. Von diesen Planetenkundlern ganz zu schweigen. Ja, 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 ja. Ein Haufen aufgeblasener Besserwisser, die sich aufspielen wollen. Ich dachte, ich könnte meine Beziehung zu dir halt verbessern, aber nee. Wo muss ich eigentlich hin? Da hinten, okay. Bugenhagen hat mir euer Kommen angekündigt. Über eine Teilnahme am Seminar würden wir uns sehr freuen. Ich bringe euch gerne hin. Ach, das ist aber lieb, danke. Aber ich hätte es jetzt tatsächlich selber gefunden. Die haben alle so tiefe und ruhige Stimmen. Vielleicht sollte ich die ganze Zeit so reden, während ich hier bin. Es geht mir allerdings selber auf den Sack. Hier findet gerade ein Seminar statt. Ich bitte auch wenn mein Äußeres anderes vermuten lässt, so bin ich doch den feingeistigen Dingen des Lebens zugetan. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Meister Bugenhagen hat mir alles berichtet. Nun steht einer Teilnahme am Seminar nichts mehr im Wege. Vielen Dank.
Ich gehe dann mal hoch zum Seminar. Sieht aus wie eine Yoga-Gruppe. Doch inzwischen weiß ich, dass er Unrecht hatte. Die extra... Ja, finde ich auch. Wahnsinn. Oh. Und du, junge Dame? Du siehst so aus, als hättest du etwas zu berichten. Gern. Also ich... Nun ja. Ich bin in den Lebensstrom gefallen. Oh. Der Lebensstrom ist ein wunderschöner Ort. Erfüllt von Erinnerungen. Ich fühlte mich von Güte umschlossen. Und lang vergessene Erinnerungen strömten in mich. Es war warm dort, im Herzen des Planeten. Aber gleichzeitig herrscht dort Krieg. Ein Krieg gegen einen Mann, der den Planeten zerstören will. Ich meine, wir brauchen den Planeten und er braucht uns. Deshalb müssen wir kämpfen, entschlossen und mit vereinter Kraft. Doch auf das Wie habe ich noch keine Antwort. Ich dachte, hier würde ich sie finden. Das soll keine Kritik an der Planetenkunde sein. Und ich will auch niemandem Angst machen. Aber... Also... Tut mir leid. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber es gibt doch nichts zu entschuldigen. Und wenn du es noch einmal versuchen möchtest, dann sind wir immer für dich da. Stell dir auch weiterhin diese Fragen. Denn dann wird sich die Antwort irgendwann zeigen. Nun denn, wir sollten uns so langsam an die Vorbereitungen machen. Meine Lieben, das Seelengeleit beginnt in Kürze. Wir gehen schon mal vor. Warum latsche ich den eigentlich die ganze Zeit hinterher? Könnt ihr nicht einmal auf mich warten? Vielleicht will ich nicht alleine gehen. Moin. Im Moment findet hier kein Seminar statt. In letzter Zeit Danke. Dankeschön. Im Moment findet hier kein Seminar statt. No shit, Sherlock. Okay, ich nehme mal an, das Seelengeleiten ist ein... Ja, ich komme nur so dahin, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den Aufzug erwische, der einfach nach unten geht. Und ich nie wieder da hochkomme. Aber der ist ja kaputt. Der ist wahrscheinlich repariert, wenn wir fertig sind da oben. Dass es quasi dann eine Abkürzung ist. Moin. Oh, wie schön. Alter, dieses Spiel ist so wunderschön. Ich darf sogar spielen. Damals, als ich noch ein Kind war, habe ich mit Mama und Papa auch so um das Feuer herumgesessen. Und wir haben... Ach, nichts. Vergiss es. Erzähl schon, ich höre zu. Ich höre gern zu. Wenn ich an meine Mutter denke, dann explodiere ich beinahe vor Stolz. Weißt du? Ganz im Gegensatz... zu meinem Vater. Ich kann noch nicht drüber reden. Armer Nanaki. Am Tag des Seelen. Hab mich vorhin mit einem Ältesten unterhalten. Er meinte, es wäre arrogant zu glauben, wir könnten den Planeten retten. Der Planet würde sein Schicksal bestimmen.
und sich zur Not auch selbst von jeglicher Verschmutzung befreien. Sollen wir also einfach nur rumsitzen und nichts tun? Und unsere Nasen in Büchern vergraben? Wir kämpfen natürlich, hallo? Wenn wir nicht kämpfen, wird sich auch nie etwas ändern. Das sehe ich auch so. Ich wusste, dass in dir ein vernünftiger Kerl steckt, Cloud. Bisschen kämpfen kann nicht schaden, würde ich sagen. Es hat sich gereimt, das finde ich schön. Das war ganz schön peinlich von mir, was? Nein. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Sie haben nur nicht richtig zugehört. Ich habe dich verstanden. Ich wünschte, das hätten alle. Ist nicht deine Schuld. Och, jetzt küsst euch doch endlich. Ich danke dir, Cloud. Mai, ihr macht's aber auch kompliziert. Das ist ja fürchterlich. So, Yuffie. Tag. Die Verstorbenen kehren zum Planeten zurück. Also das ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört habe. Echt jetzt. Warum nicht? Ist doch schön. Wenn man stirbt, ist man tot. Mehr nicht. Wie kommst du denn da drauf? Wie kommst du darauf? Einfach so. Ich glaube nicht an Dinge, die ich nicht selbst gesehen habe. Ich glaube, deswegen sind wir jetzt hier. Nanu? Das sieht auch so hart aus wie eine Sekte. Ich bin vom alten Volk. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Man kennt uns als Zetra. Oder kannte uns. Denn ich bin die letzte Überlebende. Meine Herkunft brachte mir viel Leid. Seit ich klein war, wurde ich gemieden. Oft gefürchtet. Verfolgt. Und wurde auch eingesperrt. Meine Herkunft war für mich wie ein Fluch. Selbst wenn ich mich freute, erinnerte mich immer etwas daran, dass ich anders war. Und das machte mich traurig. Aussichtslos. Nur so kann ich es beschreiben. Ein normales Leben schien unerreichbar. Und so gab ich auf. Ziemlich unterbrechen. Doch. Am Ende hatte meine Herkunft auch etwas Gutes. Ich fand Freunde. Und heute geht es mir besser. Ich wurde belohnt. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Ich brauche kein normales Leben, solange ich sie an meiner Seite habe. Und für sie werde ich tun, was ich kann.
Nun gut, sind alle bereit? Du warst also auch hier. Ich fühle mich befreit. Warst du die ganze Zeit, Nanaki? Opa! Es gibt da etwas Wichtiges, das ich dir zeigen muss. Komm doch bitte mit mir mit. Deine Freunde können uns natürlich begleiten. Und was waren eure Eindrücke vom Seelengeleit? Ich weiß nicht warum, doch es kommen immer mehr Gäste von außerhalb, um der Zeremonie beizuwohnen. Fragt man sie hinterher, sagen die meisten, dass sie überwältigt oder sogar zu Tränen gerührt gewesen wären. Ich freue mich, dass das Seelengeleit so positiv aufgenommen wird. Alter! In dieser Zeremonie wohnt eine große Kraft inne und die Menschen spüren dies instinktiv. Sie sind ergriffen von dem, was sie sehen. Fragt man sie allerdings, ob sie sich noch mehr mit der Planetenkunde beschäftigen wollen, nun, danach verlangt es den wenigsten. Doch warum? Wir sind im Alltag umgeben von Hunden, Katzen, Fischen und Pflanzen. Sie alle werden nicht umsonst Lebewesen genannt. Wenn ein Kind geboren wird oder eine Pflanze erblüht, ist die Kraft des Lebens für jeden deutlich spürbar und bewegt die Herzen der Menschen. Doch das Leben des Planeten kümmert kaum jemanden. Tut mir leid, ich rede und rede hier. Je älter man wird, desto mürrischer schimpft man vor sich hin. Red, würde bin ich gleich aus dem Weg geht. Hat uns Aerith nicht schon mal über diese Zetra was erzählt? Ich hab's safe einfach nur wieder vergessen. Das schaut wichtig aus. Nun, wollen wir weitergehen? Aber ist diese Tür nicht versiegelt? Richtig. Ich habe sie damals versiegelt. Der Zugang zu den Gefilden dahinter ist eigentlich untersagt. Aber du wirst dich nun einer Prüfung unterziehen. Was? Wenn du zu einem wahren Hüter dieses Tals werden möchtest, musst du dich ihr stellen. Was sagst du? Bist du bereit? Ja. Nanaki wird eure Hilfe brauchen, um die Prüfung zu bestehen. Hinter dieser Tür warten einige Gefahren auf euch. Bereitet euch also gut vor und lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Ja, ich bin soweit, oder? Dann lasst uns gehen. Links oben standen die Anforderungen, die habe ich natürlich wie immer nicht gelesen. Hey. Ich brauch die schon. So, ja, let's go. Gut vorbereitet, deshalb gewonnen. Unser Weg führt uns immer weiter, bis ins tiefste Innere der Höhle. Ja, ich bin ja einfach vorbereitet, gell? Easy. Was? Ich find's fantastisch, wie man ständig über den Haufen gerannt wird von allen. Ich mach schon. Keine Sorge. Sind alle da? Selbst nicht, ich drück den Knopf. Hat Nanaki euch eigentlich schon von seinen Eltern erzählt? Nein. Meine Eltern waren beide Hüter dieses Tals und doch vom Charakter her völlig verschieden. Als wir angegriffen wurden, hat sich meine Mutter mutig und ohne zu zögern auf den Feind gestürzt. Sie starb beim Versuch, uns alle zu beschützen. Doch mein Vater war ein Feigling. Er hat das Tal einfach im Stich gelassen und ist geflohen. Du hast also Sette noch immer nicht vergeben. Wie könnte ich?
Oh, oh, oh. Als wenn der Seto heißt. Als wenn es in Final Fantasy 7 den Hund gibt, der Seto heißt. Also das ist jetzt so eine Information, die habt ihr jetzt alle keine Ahnung davon. Warum ich die lustig finde. Von diesem Punkt an dürfen nur noch zwei weitergehen. Derjenige, der sich der Prüfung unterzieht, und sein Beobachter. Wer ist der Beobachter? Ich. Ho, ho, ho. Dann wäre es wohl kaum noch eine Prüfung für Nanaki. Ich denke, du würdest perfekt passen. Was? Ja, Barrett. Wieso gerade er? Jetzt wird man nicht frech. Hoho. Sagt, wenn ihr bereit seid. Kann losgehen. Ich hätte trotzdem gern Cloud. Ja. Ach so, ich muss Red spielen. Okay. Wait a moment, haben wir nicht? Nee, doch, wir sind komplett aufgeheilt. Ja, dann let's go. Du guckst nicht ordentlich. Keine Angst. Wird nicht mal blinzeln. Was ist das? Das Viecher. Das wird ein Kinderspiel. Vielleicht lerne ich jetzt meinen Vater kennen. Aua, 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 aua. Kann ich, Ada? Ich hab so ein bisschen. War ich gut oder was? Schau her, Nanaki. Ja, wohin denn? Ich kann nicht. Solche Wände solltest du problemlos erklimmen können. Ah, danke. Red kann sich. Jetzt habe ich gerade beim Reden keine Luft mehr bekommen. Red kann sich klettern an manchen Wänden vorbewegen. Wäre dich einer solch leuchtenden Wand und benutze L, damit Red an ihr hochklettern kann. Gib jedoch Acht, dass du nicht zwischendurch aufhörst zu steuern. Kreis drückst oder an unüberwindbaren Stellen gerätst, da Red sonst unsanft herunterfällt. Super, danke. Ach, da kann ich auch hoch. Oh ja, das ist was für mich. Oh ja, das ist richtig was für mich. War ich da drüben schon überall? Es geht doch mal aufs... Ach so, ja, anscheinend schon. Ich würde gerade schimpfen, dass wir doch endlich mal aufs Seite gehen sollen. Gänsehaut. Ich verstehe dein Unbehagen. Vor 45 Jahren gab es hier einen schrecklichen Kampf. Und die Spuren sind auch heute noch zu sehen. Willst du etwa sagen, dass die Gie bis hierher vorgedrungen sind? Kann mir vielleicht mal irgendjemand erklären, wer oder was die Gie sind? Wer nicht aus unserem Tal kommt, der kann natürlich nichts mit ihnen anfangen. Aber übe dich noch ein wenig in Geduld. Schon bald wirst du es erfahren. Ich nehm's zurück. Ich finde Viecher mit vier Beinen auch widerlich. Hier komm ich. Jetzt der Hauptgang. Oh. Oh. Ist ja furchtbar. So, was ist denn hier oben? Das würde ich auch gerne können. Ach, Quatsch. Bisschen was musst du Red schon auch lassen. So, dann gehen wir da nochmal rüber. Hui! Hey, wo rennst du denn hin? Ja, ich muss ja alles... Huch, moin. Ich muss ja alles mitnehmen. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Nee. Echt schlimm nicht. Aber ich hab dich gerne dabei, Barrett. So. Ach, da hinten ist ja einfach nichts. Aber da ist eine Treppe nach unten. Nice. Ich hoffe, ich habe da im Flur nichts liegen lassen. Da geht's nochmal hoch.
Kann ich da auch runter? Jawohl, kann ich das. Was? Oh, sind die widerlich. Moin. Ja, oh, Alter. Auf geht's. Hier komm ich. Ach, das sind ja jetzt schon die vier Stück. Oh. Und los. Prügelaktionswoche. Jawohl, Sieg. Red ist gar nicht schlecht im Kämpfen. Warum habe ich den nie hergenommen? Meine Cloud immer noch besser ist, ne? Entschuldigung. Die Viecher sind so ekelhaft. Das sind einfach vierbeinige Zitterspinnen. So. Oh, hoppala. Falscher Knopf. Vielleicht lässt sich die Tür öffnen, wenn du das Seil kappst. Ist das das Seil? Nee, das ist Strom. Wohin geht... Ah. Dahin. Okay. Ich bin gerade dem Strom hinterhergelaufen. Das würde ich auch gerne können. Yum, 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 yum. Easy. Aber warum hatschen wir denn da runter? Also es ist schön, dass wir eine Prüfung haben, aber... Ein bisschen Kontext wäre nett. Hm. Hoch komme ich da hinten. Dann machen wir das doch. Hey, pausieren wo da mal du denn hin? Hoch. Ach so. Ja, okay. Dann warst du das, was wir holen konnten. Was? Ist da drüben irgendwas? Eine Wand. Das würde ich auch gerne können. Oh, Barrett. Überleg dir einen neuen Satz. Oh, nee. Na, leck mich. Hua. Es gibt nur einen Sieger. What the hell? Die habe ich jetzt ein bisschen verschwendet. Aber gut. Kampf-AI vorbei. Huch. Ist da unten noch was? Müssen wir da noch weiter runter? Oder müssen wir... Hier lang. Ne, von hier kamen wir, ne? Ja, weil ich da hoch bin. Na gut, dann gehen wir runter. Ich mach das mal... Ah. Ist absolut nicht schneller. Kann man der Nadel-Teil? Okay. Da unten sind wieder Viecher. Sind jetzt nicht diese widerlichen Zitterviecher. Aus dem Weg, hier komm ich! Sag mal, Barrett, was ist denn mit dir? Hör doch mal stehen, hör doch auf, Barrett anzugreifen. Was soll? Yippie, wir haben's geschafft! Jetzt ist er eh hin. Okay. Was sind denn das eigentlich für Figuren? Die schauen irgendwie eklig aus. Schaut aus wie, wie heißt der Typ von Fluch der Karibik? Mit dem Tintenfischgesicht?